Glück ist, wenn mehr Energie entsteht und wenn Menschen frei sind und das tun können, was sie möchten. Also ich habe ein ganz, ganz großes Glück. Das Glück kann dann ansteckend sein, wenn man das sage, ansteckende Gesundheit. Ich war ganz sicher, dass ich alles tun werde, aber nicht Medizin studiere. Und nachdem es aber dann wirklich so traurig war, dass mein Papa 1987 im Rollstuhl war, habe ich solche Ideen wie jetzt Physik oder Biochemie zu studieren weggelassen. Und dann kam last not least ein toller Lehrer in Badeweiler, der eigentlich meinen Papa diagnostiziert hat und 1987 erkannt hat, dass er 1951 einen Unfall gehabt hat. Und dann war gleich, ich möchte es lernen. Und dann hat er mir aufgetragen, ich darf dann sein Schüler sein, wenn ich Medizin studiere. Aber ohne die Erkrankung hätte ich all das nicht gekonnt. Und die Überwindung von der Erkrankung war natürlich die maximale Motivation, Lösungen zu finden, auch da, wo es scheinbar keine gibt. Und die Motivation, ständig Neues dazu zu lernen, bis heute. Es waren drei parallele Dinge. Asien mit dem Leibarzt von Dalai Lama, Akupunktur. Dann der Tilman Görtler, Manualtherapeut. Und das Medizinstudium. Und ein wichtiger Lehrer in dem Bereich Psychotraumatologie, klinische Psychologie, der Gottfried Fischer, der hat die Dinge eigentlich vereint. Und so war für mich der Schritt, dass ich die Dinge im Einzelnen verfolgt hat, aber aus war eine Synthese, eine Vereinheitlichung zu finden. Und bis heute ist das eigentlich unsere Bemühung. Ich habe einfach im Wohnzimmer behandelt. Und ich habe meinen Papa behandelt, dann die Nachbarn behandelt, dann war ich Fremdeführer am Museum, dann habe ich am Museum behandelt. Ich habe auch kein Geld verlangt, ich habe dann halt irgendwas gekriegt. Und erst dann habe ich einen Heilpraktiker gemacht und erst dann war eine offizielle Praxis da. Ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, mich als reif zu sehen, dass jetzt eine neue Therapie geboren wurde. Da hat mir der Dr. Tilman Görtler und auch der Gottfried Fischer beigestanden. Der hat gesagt, Herr Mosseder, das müssen Sie unterrichten. Und dann habe ich gesagt, also wenn Sie mich unterstützen, mache ich das. Und dann ist die Ausbildung geboren. Das war so 1994, 95. Am Anfang war es sicher große Überraschung und viele haben gedacht, der ist verrückt. Und damit hatte ich eine gewisse Narrenfreiheit, wo sich dann klar gezeigt hat, dass ich nicht verrückt bin, sondern dass Erfolg dabei ist, ist natürlich klar, das ganz andere Weltbild, das hat natürlich eigentlich zu einem Konflikt geführt. Aber das Schöne ist, über die Zeit in der Entwicklung, wie man das heute sieht, gibt es eine breite Kooperation mit allen Fachdisziplinen. Wir sind interessiert an der Biografie der Ereignisse. Wir sind nicht nur interessiert, aha, es tut im Rücken weh und strahlt ins Bein aus, sondern wir sagen, wann hat es denn angefangen? Was war das für eine Geschichte? Und wenn wir die Geschichte verstehen, früherer Unfall vielleicht oder eine schwierige Lebenssituation, dann versuchen wir die Teilchen, die Puzzleteilchen von unterschiedlichen Symptomen zusammenzuführen. Und dann gehen wir nicht gegen den Schmerz vor, sondern wir versuchen die Ursache zu finden. Wir orientieren uns am Patienten. Er soll uns eigentlich wie die Navigation bieten, dass man seine Geschichte verstehe. Und dann dienen wir ihm und wir behandeln ihn nicht einfach, sondern wir helfen der Selbstregulation. Ich versuche zuerst einmal zu beobachten und dann sehe ich meinetwegen eine Haltung wie die hier. Aber dann wird schon klar, offensichtlich gibt es hier eine große Spannung, die den Kopf nach vorne zieht. Dann versuche ich so eine Stelle, die überspannt ist, vorne zu finden und dann taste ich. Meine Hand spürt, was ich da tut. Am Anfang ist da fest, ich bleibe da drauf. Sie atmet tief ein und dann sinke ich langsam ein. Das heißt, die Hand beobachtet die Veränderung. Die Veränderung, Spannung, Stress, Schmerz und dann Entspannung, schmerzfrei, die geschieht nicht durch meine Hand, sondern die geschieht durch ihren Körper, der sich wiederentdeckt, wie ein Thermostat, der sich verstellt hat. Und plötzlich richtet sie sich auf. Initial war sicher die Überwindung von der Erkrankung von unserem Paar in der Familiengeschichte ein Geschenk des Himmels. Aber die Energie, die trägt sich dann weiter. Ich mache noch ein Beispiel. Ein 28-jähriger schwerbehinderter Junge, die Mama kam aus Lecce, Italien mit ihm. Der schreit schon im Auto wie verrückt und ist in sich verdreht. Und die Frage, was tut man da? Die Limitation in meinem Kopf war, hopeless case, die Physiotherapeuten sagen, die Mama will nicht einsehen, dass der Kleine nicht kann und er wird natürlich nie laufen. Und wenn man ihn berührt, schreit er. Und dann, wenn ich in dem Weltbild bleibe, zieht es mir Energie ab, denn ich habe keine Lösung. Ich will gern helfen und kann nicht. Das wird mir Energie abziehen. Strategieveränderung, zwei Schritte zurück, Befunde in den Hintergrund.
Er ist den ganzen Tag da, ich behandle 2, 3 Minuten einen Punkt, dann der nächste und ich stelle mich auf ihn ein. Und was ich nie für Möglichkeiten habe, zusammen mit dem Wolfgang Faser, 28 Jahre schwerstbehindert und heute läuft er. Nicht schön, aber er läuft, er isst, er trinkt, er hat Kontrolle über Stuhlgang und über Blase. Und das gibt so viel Energie zurück, das ist unglaublich. Und so gibt es eigentlich jeden Tag unglaublich tolle Geschenke.